Aufnahme läuft. Ja, dann sage ich jetzt offiziell, es ist Punkt 10 Uhr und ich sage offiziell oder 11 Uhr in Israel, euch allen, den Schülern und Schülerinnen und den Lehrkräften, guten Morgen und natürlich ein herzliches guten Morgen auch an Avigdor Neumann. Wir freuen uns, er ist aus Israel zugeschaltet. Ich sage es nochmal offiziell, wie es jetzt gleich ablaufen wird. Herr Neumann wird uns gleich seine Lebensgeschichte erzählen. Und ihr dürft Fragen stellen danach. Wie gesagt, ihr stellt die Fragen bitte im Chat und wir werden die dann nach und nach abarbeiten. Insgesamt haben wir 1,5 Stunden eingeplant. So, Avigor, jetzt übergebe ich an dich und freue mich, dass du hier bist. Ich schalte dich wieder laut. Du musst dich laut schalten. Ich hatte dich leise Ja, gestellt. jetzt kann man hören. Ja, das ist unmute. Ja, mute. Okay. Okay, guten Morgen. Mein Name ist Avigdor Neumann. Ich spreche von Israel. Ich will erklären, was ist der Holocaust? Der Holocaust war, da die deutschen Nazis mit seinen Mithelfern haben ermordet 6 Millionen Juden. In die 6 Millionen war 1.500.000 Kinder ein Ursache. Nur weil die sind geboren Juden. Es war nicht kein anderes Ursache. Er sagt, der Hitler sagt, dass die jüdische Rasse muss wegkommen von der Welt. Und wer ist gekommen in ganz Europa, ermordet, gemordet, gefoltert Juden. Das war die Ideologie von dem nazischen Regime. Also ich war geboren, dann war das Tschechoslowakei, geboren im Jahr 1931 in einer Familie von 7 Kindern, ein Kind gestorben zu Hause, das war ein Rachestub. Und wir haben bei dem tschechoslowakischen Regime war kein Antisemitismus, nicht offiziell, war kein Antisemitismus. So können wir ganz gut ruhig leben mit den Neighborhood, mit den anderen Leuten, nicht Juden. Und es war eine Kommunität, die haben geholfen, was gebraucht hilft, war so eine Office, was gemacht, geholfen, alle Juden, die da dürfen. So war das Leben ganz ruhig bei den Tschechen bis 1939. Dann kommen herein die Ungarn. Die Ungarn haben angeschlossen mit den Deutschen, kämpfen gegen Russland. So haben sie gekommen zu uns, die Tschechische rausgeschmissen, von dort herausgetrieben. Und dann hat angefangen die Gesetze Antisemitismus, das heißt, der Juden kann kein Geschäft halten und der Juden kann nicht hoch lernen. Und auch verschiedene Beschwerden kommen zu Hause und machen Balagan im Haus und in der Straße. Das war schon sehr offizieller Antisemitismus bei den Ungarn. Und eine gewisse Zeit haben sie auch genommen, viel jüdische Familien nach Polen. Polen war schon unter deutschem Regime und dort ermordet alle. Und genommen auch die Jugend in die Armee. Die waren nicht richtige Armee, so Soldaten, aber die waren dort, die haben gemacht, arbeiten für die Armee. So, bis 1944, danke, März 1944, herein, einmarschiert die Deutschen. Da fängt schon an, ganz mehr schlimm wie bevor dem. Das erste Gesetz von den Deutschen, kommen mussten die gelben Zeichen. Ein Jude kann nicht gehen in der Straße ohne das gelbe Zeichen. So. Und das war schon so sehr, sehr schlimm. Der Antisemitismus war schon ganz öffentlich und sehr, sehr Beschwerlichkeit des Lebens. So, ein paar Wochen später kommen die bei Nacht, Tage bei Nacht, klappt in der Tür, alle. Weglassen alles. Alle Leute kommen mit uns.
Und wir waren schon sechs Kinder. Dem Vater und alle Leute, die Reichtum, und die waren die von der Komitee, was sie waren, der Management dort, genommen extra und sie gefoltert die ganze Zeit. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld von der Komitee? Wo ist das Geld, private Geld? Und uns, Mutter mit sieben, sechs Kindern, genommen in Ghetto. In Ghetto reingelegt eine andere Familie. Dort waren noch Frauen und Kinder, keine Betten, schon alles auf dem Boden. Von zu Hause haben wir nichts gekannt mitnehmen, weil die haben gesagt, bei Nacht, raus, schneller, raus. So haben nicht genommen, nichts, nicht Essen, nicht Kleidung. Und so waren wir sehr, sehr schwere Beziehungen dort und auf dem Boden schlafen und so weiter. Und später bekommt ein Befehl, eintreten dort wieder bei einem gewissen Platz beim Synagog. Und da sagen sie schon, mitnehmen Essen und Bekleidung, wir dort fahren. Die sagen nicht, wohin und wie viel Zeit. Die sagen nur, die fahren, mitnehmen etwas, dann entlassen, 2 Stunden gehen zu Hause, mitnehmen etwas. Also, und ich, wir haben mitgenommen, ich als Kind, dann würde ich erinnern, Ermannen, dass ich war da 12 Jahre, noch nicht 13 Jahre, ein Kind. So, ich habe gehabt, eine Aufgabe, das meine Lebensmittel zu halten, dass wir dann später zum Fahren auf dem Weg. Aber was hat passiert? Wir stehen so in einer Reihe, ich stehe unter meiner Mutter und hier der Polizeimann. Und ihr seht, bitte, der Polizei schlägt die Mutter. So können Sie sich verstehen, als ein Kind seht, wenn man schlagt der Mutter, habe ich entlassen das Essen, was ich habe gehalten. Und es war sehr erschrocken. So, das Essen war, glaube ich, schon entlassen. Das war schon, hat gefehlt schon unterwegs, was das soll sein. Bei uns zu essen hat das auch nicht, war das schon auch nicht. Und wir marschieren zum Bahnhof. Dort warten Waggonen von der Ehewaggonen, reingelegt 80, 100 Leute am Boden, keine Toilette, kein Wasser und wenig Luft. Und wir sitzen so 3 Tage, 3 Nächte. Wir fahren nach Auschwitz-Birkenau. Birkenau, das ist neben Auschwitz, dort waren die Gaskammern und die Krematorium. So, wir kommen nach hin. Öffne die Türe, raus, man schreit, schnell runter, weil will der Hund uns schlagen. Schneller, schneller, los. Und sie sagen, Frauen mit Kindern, eine Seite antreten, Männer, was wollen gehen zur Arbeit, andere Seite. Und die sagen, wahrscheinlich, dass Saddam ruhig, haben sie gesagt, liegen, sagen sie, die Frauen und Kinder gehen in ein Camp. Die warten Sonntag, arbeitet man nicht, weil die Männer, was gehen zur Arbeit, die werden kommen, das sein, eine Familienbegegnung Sonntag, so haben sie gesagt. Also, ich war mehr entwickelt, wie viele Jahre ich habe, aber ich gehe mit der Zeit von der Arbeiter, mit dem Vater, dem großen Bruder, und die Zeit, das Wichtige war, dass die Frauen und Kinder sofort marschiert, gleich von dort in Gaskammer und Krematorium. Dort hat auch gelegen, da hat man gesagt, wenn die kommen herein in die Gaskammer, ausziehen, die Gäste machen waschen, aber die Wahrheit war, dass wir gewaschen, dass wir anstatt Wasser von der Dusche gekommen der Gaszyanid, so in kurzer Zeit ermordet Hunderte, Tausende Frauen und Kinder und schwache Menschen. Und wir, die, was gehen zur Arbeit, auch steht der Mengele so frech mit seinen Fingern so, rechts, links, rechts, der ist noch gut zur Arbeit, links zum Tod. Der auch, wer ist links, gleich speziell.
marschiert zum Krematorium und Gaskammer, so wie die Frauen und Kinder. Und ich komme zu Mengele, so sagt er, wie viele Jahre hast du? Sage ich, 15. Das war nicht richtig, aber ich war entwickelt mehr in meine, das war in Ordnung. Was kannst du machen? Sag, ja, ich bin ein Mechaniker. Das war nicht richtig, Mechaniker, aber er sagt, er hat geglaubt. Okay, dann gehe ich zu der Arbeit, vorläufig zusammen mit Vater und Bruder, großem Bruder. Und ein paar Tage später, genommen extra den Vater und Bruder, genommen Transport, sie fahren nach Warschau, Dachau und Kaufering, das war Landsberg, dort waren viele Lagers, und die werden dort ermordet. Vater und Bruder werden ermordet dort in dem Kaufering 7. Und wir Jugend, ein anderes Lager, aber bevor dem gehen wir in ein großes Baderum, dort auszunahmen, und wir kommen, waren stundenlang so nackt und waren kalt und zitternd. Und wir warten ein paar Stunden später, da kommen die Kleider, die ganz dünnen Kleider, werden gesehen, die, so mit den Strafen, so Schuh von Holz. Und wir gehen rein in Lager. In Lager kommen wir, so war dort dreistockige, so für Holz, so wie Betten. Jeder Stock 8, 10 Leute, ohne Matratzen, ohne Decken, ohne Kissen, war 60. Und früh morgen gehen wir raus. Es regnet und direkt am Boden und kalt aus. Dann sehen wir vom Vierfeld so Flammen, große Flammen. Und Geruch und Rauch, schwarzer Rauch. Es waren dort in die Häftlinge, die bevor uns gekommen, dort haben die gewollt uns erklären, was wir sehen. Sagen sie, siehst du, die Flammen, deine Mutter geht dort raus in die Flammen. Siehst du den Rauch, deine Geschwister dort. So haben sie erklärt, was wir sehen. Und wir haben angefangen zu verstehen ganz gut, was für ein Camp die Familie wartet auf uns. Also wir kommen ein paar Tage später, wie ich habe gesagt, er war schon separat, schon nicht mit dem Bruder und Vater. Wir gehen in ein anderes Lager, D-Lager. Und am Anfang machen wir tätowiert. Ja, tätowiert in der Hand, eine Nummer. Von dem Minute bist du nicht mehr, hast du keinen Namen. Du hast nur den Namen. B14665, das ist mein Name. Und mir macht angeteilt zur Arbeit, aber er sagt, am Frühmorgen gehen wir raus. Neben unserem Lager war auch ein Frauenlager, C-Lager. Das habe ich bemerkt, einen Tag, meine Schwester nicht, meine große Schwester. Okay, wir schreien, also beim Frühmorgen, also. Sie hat mir erzählt, nach dem Krieg, nach der Befreiung, wir haben uns zwei noch überlebt, meine Schwester und ich. Die anderen werden ermordet, jetzt zwei Eltern und die kleinen Kinder werden ermordet, die drei. Und meine Schwester hat mir gesagt, nachdem der ein Tag, dass die Schwester unserer Mietung, unser Begegnis war, wenn einmal sage ich ihr, weißt du, heute habe ich 13, heute bin ich Bar Mitzwa. Werdet verstehen, was ist Bar Mitzwa? Bei 13 Jahren im Judentum macht man ein großes Feier und so. Sagte, das war sehr schrecklich für ihr. Und wir gehen eingeteilt zur Arbeit. Ich habe eine sogenannte gute Arbeit. Warum? Weil es waren Wagen. Und anstatt fährt man uns, Jugend angespannt, wir sollten in dem ganzen Lager und beide Küchen gehen zusammen, nehmen das Scheiß, das heißt Scheißkommando. So kommen wir neben der Küche
Und dachte, war Schale von Kartoffel und dem Dreck, als haben wir gar noch zu essen. Warum? Weil unser Essen in 24 Stunden war 250 Gramm Brot, ein Stückchen Käse, ein Stück oder Wurst, frühmorgen so ein Tee, Mittag war etwas Suppe. Das war unser Essen. So. Aber wir Jugend, was wir gegangen mit der Scheißkommando, haben wir getroffen bei der Kochtopf von Mist. Die alle Sachen sind dort weggeschmissen, haben wir gehabt noch zu essen. Also, und tagtäglich, selbstverständlich, wir leben in dieser Situation, dass wir sehen, immer sehen die Feuer, die Flammen, den Rauch, und wir sehen immer, was die tut sich. Und selbstverständlich, wir haben keine Bedingungen, wir haben keine Sanitation, nicht zu Zähne waschen, nicht Seife, nicht waschen, nicht Toilettenpapier, nichts. Das war viel Schlagen und viel Kranken, das war zu viel. Und so haben wir gearbeitet, kommt unser Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, das ist ein jüdisches Neujahr. Da ist ein Selektion. Steht der Mengele und er steht auch mit seinem Stein rechts, links. Was die Selektion war, welche Leute können noch weiterarbeiten und welche Leute er glaubt nicht, die gehen zum Tod. So, er steht so mit seinem frechen Stein, so rechts, links, rechts, links. In die, was links, die nennt man eingesperrt in eine Barack, in einen gewissen Barack. Und abend kommen die Lastmaschinen, die großen Automobilen, und genommen sei in Krematorium und Gaskammern. So war das. Und die, was rechts, gehen noch weiter zur Arbeit. Aber wissen Sie, morgens nach der Selektion gehen wir heraus. Und wir gegen die Frauen, wir schreien zu den Frauen, waren doch nicht viele Frauen, was fragen sie, der Bruder, dass viele Leute von unserer Jugend, 100, vielleicht 1000, genommen die Nacht zum Krematorium. Und die fragen, wo ist der Bruder? Wo ist, habe ich es gewollt sagen, die Richtigkeit. Habe ich gesagt, er sagt, das ist ein wirklicher Transport. Und sagen Transport, das war ein gutes Neues. Weil wenn er raus von Auschwitz, okay, aber das war nicht richtig, aber ich habe das gesagt. Aber das kommt zurück zu mir, so wie ein Bumerang, wie man sagt. Warum? Ein Frühmorgen gehe ich heraus, er sagt, wo ist meine Schwester? Sagen Sie, weg in Transport. So, ich habe geglaubt, auf Transport, so wie ich habe erklärt. Das hat Gott genommen zum Tod. Aber das war richtig. Aber ich habe nicht geglaubt, dass sie, das ist richtig. Ich habe angefangen zu glauben, dass sie, ich kann nicht mehr, ich werde schon nicht sehen, niemals sehen. Entschuldigung. Also, Rosh Hashanah war ich noch fähig zur Arbeit. Dann kommt der Yom Kippur, der also jüdische Feiertag. Noch ein Selektion. Da bin ich schon nicht gut. Da bin ich schon links. Ich gehe rein in den Barack, wo abend man wartet auf die Automobilen, die nehmen uns zum Tod, zur Gaskammer. Da passiert etwas niemals bevor und niemals später. Keiner kann es erklären, warum, aber das war. Kommt herein, so Nachmittag, kommt herein der Mengele. Und wir wissen nicht warum. Acht Jugend macht er so. Du, raus. Ich war zwischen die acht Kinder. Warum? Keiner weiß nicht warum. Aber das war es. So, ein paar Tage später kommt noch ein Feiertag, jüdisches Simchat Torah ist das. Und noch ein Selektion. Nochmal in dem Barack bei Nacht warten wir auf die Automobilen
zur Gaskammer, nicht fähig mehr zu arbeiten, so sagt der Mengele. Und dann haben wir beschlossen, der Jugend, wir warten, wir wussten, was wird sein später, ein paar Stunden später, haben wir aufgebrochen die Türe und Fenster, rausgelaufen von dem Barack, zumindest mit allen Leuten, aber dann sehr rasch uns erwischt. Ich war zwischen der Ersten, was wird erwischt, zurück rein in den Barack, aber in den Block. Weil ich sage Barack, das ist Block. Und, aber wir haben beschlossen, dass wir warten nicht mehr bis Nacht, sondern wir gehen marschieren zu Fuß zu dem Krematorium. Es waren Gruppen, Gruppen. Wir marschieren zu der Gruppe, zum Gaskammer, Krematorium. So, wir kommen in die Nähe schon vom Krematorium. Wir sehen die Gruppe, was bevorgegangen, die erste Gruppe, kommt heraus, zurück. Man hat nicht verstanden, warum. Gut, zurück. Okay, wir verstehen noch mal nicht, warum. Also, ich habe nicht erwähnt, bevor dem, es war dort bei dem Krematorium waren ein Sonderkommando. Das waren Juden. Die Arbeitsseite war von die Tote von Gaskammer überführen zum Krematorium, zu verbrennen. Dazwischen sollen sie noch die goldene Zeichen von den Toten und sowas. Also die Kommando, jede paar Monate hat man sie gewechselt. Auch ermordet sie und genommen andere. Die wollten nicht, die sollen Leben viel Zeit erzählen, wo das passiert wahrscheinlich. So, die wussten, das war Oktober 1944, denke ich, die haben das genommen, das geplatzt, dem Krematorium. So sagen Menschen, vielleicht haben sie nicht gehabt Platz genug, weil es war schon ein Krematorium wenig, aber das ist nicht wichtig. Warum? Weil ich sage, weil wenn sie kommen, vor den 100.000 Menschen in einem Tag und wenn der nicht gehabt Platz im Krematorium, in Gaskammer, weißt du, wissen, neben der Gaskammer ist noch heute auch ein großes Grub, dort war immer freier. So, wenn es kein Platz ist in Gaskammer, haben sie kein Problem. Lebendige Kinder reingeschmissen in Feuer, weißt du, das war nicht kein Problem. Also ich glaube, das war nicht die richtige Ursache, das hat nicht gelassen. Vielleicht, das war schon, die Russen waren schon ganz, nein, wissen Sie, Krakow, das ist 50 Kilometer von Auschwitz. Und die Front war schon bei Krakow. So, Leute glauben, dass das ist die richtige Ursache. Aber der Fakt ist, dass wir gehen zurück in Lager und wir haben eine andere Arbeit. Da kommt der Mengele, steht so, so viel Jugend, so steht. Okay, wollt ihr arbeiten? Und dann die alle sagen, jawohl, jawohl, jawohl. Sagt er, wenn nicht, mache ich euch alle aus. Das war die Sprache zu uns. Okay, da bekommen wir eine andere Arbeit. Das ist Chef von Bahnstation. Wir bekommen noch viel Kartoffel. Wissen Sie, das war schon Winter, das war schon Frost. Die Kartoffeln haben sie eingesetzt und die Erde zugedeckt mit Erde, dass sie nicht frostet werden. Und uns, die Jugend, haben das geschleppt von der Bahnstation zu dem Ort, den ganzen Tag. Und die Wachmänner, wissen Sie, das war wahrscheinlich langweilig. Was haben sie gemacht? Das jeden Tag geschlagen. Komm, wir gehen so mit den Kartoffeln hin und zurück und er, wer es kommt, schlagt. Das ist wahrscheinlich war ihm langweilig. Dasselbe war eigentlich Sonntag. Sonntag war das ein Ruhetag. Wir waren im Block. Aber unsere Ruhe war, dass die SS-Leute mit der Hilfe, Mithilfe seiner Kapos und so, die waren betrunken, die haben getrunken, kommen sie betrunken und jeder eine im Schlag, sagt der Big Dich, im Schlag. Jeder einer muss hat man seinen Schlag. So war das. Das war unser Ruhetag, unsere Verbringung von Sonntag. Und hier auch bei den Kartoffeln war das der langweilige Schlag, der Schlag. Okay. So kommen wir
Januar, 18. Januar 1945 kommt ein Befehl, eintreten beim Tor von Auschwitz, von dem Camp, vom Lager. Und kalt, die Temperatur ist minus 25. Und wir sind mit den dünnen Kleidern, mit den holzernen Schuhen. Und es war, dann fängt an, das, was sie bekannt als Totenmarsch. Und die sagen, antreten, und die sagen, wer es runterbleibt, wird erschossen. Und so war das. Wir gehen 3 Tage, Nacht, gehen wir und viel, viel Leute erschossen. Die können nicht im Tempo, die können nicht gehen mit dem Tempo. Und viele Leute gefroren bei Nacht. Viele Leute totgeschlagen. So kommen wir nach 3 Tagen später bei meiner Station. Althammer ist das. Heute heißt das anders als in Polen. Und dort haben wir wieder die Bahn, selbstverständlich die ERW begonnen. Und mit Fahrt nach Austria in Mauthausen. Mauthausen war auch ein schreckliches Konzentrationslager. Von der Station Mauthausen, Bahnstation, bis zum Lager ein paar Kilometer, das war alles so bergauf. Der Lager, der Tor war schon ganz, ganz oben im Berg, kann man sagen. So, der Befehl ist, wer es runterbleibt, wird erschossen. So, von die paar Kilometer von Bahnstation bis Tor von dem Lager, viele Leute, Tausende erschossen, weil die kann nicht mithalten, dem Tempo zu gehen rauf. Dann kommen wir rein in Lager, dann steht dort eine Stunde im Flur. Und warum? Weil man muss schreiben. Das war eine Schreibstube. So, nach ein paar Stunden rein in einen Block, ohne Betten, am Boden sitzen so, einer und zweiten. Und ein paar Tage später, nehmen wir ein Zeltlager. Mauthausen, Zeltlager. So, ich kann es vorstellen, dass ich sehe, schon Februar. Kalt, im Zeltlager, keine Boden. Der Boden ist von Dreck voll oder Regen. Das Essen war schon nicht, das wenig Essen war schon nicht geteilt, so wie immer. Es war sehr schrecklich dort. Und da kommt nochmal ein Befehl, noch ein Todesmarsch. Da man geht von Mauthausen, das heißt Gunzkirchen, noch ein Lager. Gunzkirchen war in einem Wald, das war in 55, 60 Kilometer von Mauthausen. Auch ein Todesmarsch. Wer es runterbleibt, wird erschossen. So 3 Tage haben wir gegangen, in den geschossen. Oh, na, viele Leute erschossen. Die können nicht gehen so viel, die haben keine Kraft. Dann kommen wir den dritten Tag, kommen wir in einen Staat, das heißt Wels. Am dritten Tag schon, das ist ganz neben seinem Gunstkörper. Da habe ich beschlossen, ich habe keine Kraft, ich kann nicht mehr. Ich wusste, was das bedeutet. Wenn ich sitze, habe ich geendigt meine Historie. Aber ich kann nicht, was kann ich machen? Und dann sitze ich so dort, das war Welt von der Stadt. Aber ich sehe, ich habe bemerkt, kommt der deutsche SS-Leut. Mit einer Worte so, nee, der kommt zu mir. Ich verstehe nicht, wie er so, wie der, plötzlich, ich komme, ich stehe auf und laufe und gehe marsch zusammen mit allen. Wieso? Ich kann das nicht verstehen. Ich glaube, alles kommt von Gott. Er hat beschlossen, dass ich noch, muss noch bleiben hier. Weil ich kann das nicht erklären, die alle, auch für den Krematorium aus der Selektion, wieso bin ich durchgegangen und nicht genommen zum Tod, das ist nur ein Gottsache, das kann ich. Also, wir gehen weiter, kommen rein nach Gunzkirchen, das ist tief im Wald, das ist noch ärgere, bis heute viel Teute und Krankheit und Desinterias und Typhus und Läuse und kein Essen und Dreck, aber im Boden, alles offen, regnet und Schnee und kalt. Aber Schnee war schon nicht, das war schon Mai.
aber Regen. Und so waren wir eine gewisse Zeit, wie es, bitte hört man einer, man geht, man kommt. Was ist passiert? Lagen die Deutschen weg, reingekommene amerikanische Armee und befreit. Wir waren befreit, die Deutschen weggelaufen. Okay, also wissen Sie, wir haben gesagt, der Lager war tief im Wald. So wie vom Wald bis zum Hauptgast der Amerikanerarmee war ganz weit. Also die Amerikaner haben viel, ganz Weg von Lager bis zum Hauptweg, wie die sehen, gestellt viel Essen, Essen, Essen war. Aber was hat passiert? Viele Leute haben genommen zu viel gegessen, gegessen und der Körper kann das nicht, sondern gestorben von Essen. Bevor den gestorbenen Menschen von Hunger und die, war die so, wissen Sie, der Körper hat nicht gekannt, erhalten so viel Essen. So, aber okay, ich bin raus vom Wald, amerikanische Armee dort, ein Kind, geben Schokolade, das. Ja, da fange ich an, ich bin 14 Jahre alt. Was tue ich? Ich weiß, ich habe keine Familie. Ich habe gewusst schon, was die Mutter in Kinder ist. Die Schwester, wie ich habe erzählt, habe ich geglaubt, sie lebt. Der Vater, Mutter, weiß ich nicht. Ich dachte, was tue ich? Wieso lebe ich? Wissen Sie, da fängt schon an die Depression, also traurig. Warum? Ich sage, weil wir waren unter die deutsche Wache, unter die, der Kopf hat gearbeitet, besonders nicht so wie ein normales Kind. Dass der Kopf war noch beschäftigt, Essen, vielleicht wird mich schlagen, heute nicht schlagen, vielleicht wird mich schießen, nicht schießen. Das war noch so ein Einrichtung der Kopf, nicht? Aber da hier bin ich schon frei, ich kann schon stehen, ich kann gehen, ich kann reden. Oder was? Warum? Wieso? Der Kopf hat schon angefangen anders. Das kommt schon mit Depression, mit Nichtsicherheit. Warum? Wo gehst du? Wieso wirst du leben? Warum willst du leben? Das war schon sehr schwer. Aber ich gehe, ich weiß nicht wie, ich gehe, 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 dann komme ich zurück nach Wels. Die Stadt, was ich habe beschlossen, endigen das Leben, ist eigentlich, wir kommen jetzt, anfangen das Leben. Also hier in Wels waren schon große Kämpfe von der deutschen Armee, waren große Kämpfe, auch Spital, und die amerikanische Armee hat uns versorgt mit allem, mit Essen, mit allem, und die Kranken gingen ins Spital und angefangen registrieren, was wir willst machen, was willst du machen? Aber mein Bitte war, kommen zurück in die Stadt. Meine Stadt, heute ist das Ukraine, das ist Vinogradov. Also das war Tschechien, Ungarn, russische, okkupiert russisch von der, und jetzt das Ukraine, der Name ist Vinogradov heute. Da komme ich und ich komme in die Stadt. Ich sehe meine Schwester dort. Ich habe nicht geglaubt. Ich hab geglaubt in den Transport. Aber sie war nicht so überrascht, was sie hat gewusst. Die Jungen, was kommen bevor mir, haben sie ihr erzählt, dass ich lebe und ich komme nicht dort. Also, wir kommen, haben wir gesehen, dass wir uns zwei überlebt, meine Schwester und ich. So die zwei Eltern und die drei Kinder und vier Kinder und der Vater, sechs Leute von Avir gingen, acht. In Züge kommen zwei Leute, jetzt sind wir geblieben, meine Schwester und ich. Sie war 17 Jahre alt und ich 14 Jahre. So, sie war von dem Moment, war sie schon alles für mich. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester. Also, sie besorgt mir
alles. Ich war ein bisschen krank, hat sie mir auch entschuldigt. Und die hat beschlossen, dann bleibt nicht und haben nicht was zu machen hier. Und dann, wenn bleib, will ich auch in Europa bleiben, wir kommen, will von kommen nach Palästina, nach heute Israel. Aber hier waren die britischen Mandat, es war ein britisches Mandat, die haben nicht gelassen, reingelassen, Juden hereinkommen, daher nach Palästina. Und hier die Jew Agency mit der Joint zusammen, die haben gemacht illegale Aliyah, reinkommen daher. Aber wir müssen, also wir haben weggefahren von meinem Staat, gekommen nach Ungarn. Ungarn war schon dort, war es Joint. Und wir machen schon bei Parteien. Die Parteien haben Beziehungen mit der Jew Agency. Die bekommen die Quote, wenn sie kommen zu der Schiff, zu der illegalen Auswanderung nach Israel. Zwar zwei Länder in Europa, die haben erlaubt, bei der Jew Agency in Hafen die Schiffe kommen, das war Frankreich und Italien. Italien. So waren wir die Gruppen, die immer langsam davon kommen zu. Oder Italien oder Frankreich. Und wenn der kommt, der Quote, darauf geht das Schiff, dann sein scheint hier gereizt. Dann scheint sein in der Nähe vom Platz. Also, wie heißt das? Verfügbar heißt das, ja. Okay. So waren wir in verschiedenen BP-Camps. Und wir kommen, und später haben wir darauf in Frankreich nach Marseille, kommen wir mit einem Schiff, dort ein Lastschiff, 2600 Leute, illegal, unten, das war ein Lastschiff, Theodor Herzl hat das geheißen. Und wir gehen, fahren mit dem Schiff nach Palästina. Man darf nicht darauf gehen, weil der britische suchen uns. Nur bei Nacht kann man heraufgehen, ein bisschen Luft haben. So den ganzen Tag unten. Das war Lastschiff. So nach 13 Tagen, 13, 14 Tagen kommen wir neben Tel Aviv, neben der Hafen von Tel Aviv, kommen zwei Schiffen von der Armee, britischer Armee. Die wollen heraufkommen, dann nicht reinlassen, dass wir sollen landen. Die lassen nicht landen am Port im Hafen. Und wir haben nicht gelost, wir haben gefangen, gekämpft mit sie. Wir haben Konserven, die haben Gas, Bomben und so gekämpft. Solange ein britischer Soldat hat geschossen, drei Leute unsere ermordet. So stellt sich vor, drei Leute mitgemacht, alles, was ich habe erzählt bis jetzt. Haben die mitgemacht. So, und die werden ermordet, nicht von einem Deutschen, von einem britischen Soldat. So war scheinbar beruhigt. Und dann geschleppt unser Schiff nach Haifa. In Haifa warten die Schiffe von britischer Armee, nehmen uns in Lager nach Zyprus. So, sind wir geschleppt mit Kraft, sind wir von unserem Schiff in die Schiffen von See nach Zyprus genommen. Dort waren wir nochmal in ein Lager. So bis November 29, das war Jahr 1947. Dann war die UN beschlossen, zu teilen das Land, jüdisches und arabisches, und das Ende von dem britischen Mandat hier in Palästina. Die sollten weggehen von Palästina im Mai 48. Hier waren wir im November 1947. So haben wir angefangen, uns entlassen von Zyprus, kommen nachher. Aber noch nicht gekommen, der erste genommen, die Jugend. Ich war schon 16,5 Jahre dann.
Also erste Transporte von dort nachher gekommen, war ich zwischen der ersten, ich mit meiner Schwester. So, wir kommen her, noch genommen war noch ein Lager, wir haben die Engländer gehabt, Athlet heißt das. Dort genommen, später gekommen, auch von hier, von der Jew Agency, was wollt ihr machen? Also hier hat angefangen, unruhig, wahrscheinlich kämpfen mit den Araber, nach angefangen 30, November 30. 29 war die Beschließung der UN in Beschließung in 30 haben angefangen hier im unruhig kämpfen mit der arabischen Bande. Und wir gekommen, reingekommen hier im Land, gekommen von der Haganah, von der Jew Agency. Was willst du machen? Also ich war noch jung, noch nicht soldatfähig. Und meine Schwester war in einem Kibbutz. Und ich habe gesagt, ich wollte gerne in eine Yeshiva. Yeshiva, das heißt lernen, dass sie theologisches Lernen, bei jüdisches theologisches Lernen. Und die, was waren schon 18 Jahre, schon genommen zu kämpfen mit den Arabern. Also ich habe so ein Jahr noch gelernt in Yeshiva. Bei 17,5 habe ich beschlossen, er geht freiwillig, ich sollte noch nicht. Das war schon ein State, das war schon ein jüdisches Land mit der Armee, wie IDF ist das, ja. Und Zerwagen alle Israel und ein Medinat Israel, ein jüdisches Land. Aber ich habe noch war jung, nur bei 18 Jahren durfte man in Armee gehen, aber ich bin dann 17,5 Jahre freiwillig gegangen. Und ich bin geblieben, später noch, geblieben in Militär, wer ist das? Noch freiwillig, ich sollte nicht befreit werden. Dort habe ich kennengelernt, meine Frau. Und nachher bin ich heraus von Armee. Und geworden, dann war sehr ein gutes, ein Eget Company, der Bass Company, das war sehr eine gute Sache. Meine Frau ist hier geboren und sie war geboren in Israel. So haben wir geheiratet und gewohnt bei ihrer Mutter zu Hause. Und da aber, hier war nicht ruhiges Land. Es war immer, immer Fidayun und verschiedene Terrorismus. So viel Zeit genommen uns. Im Militär. Wir haben noch gekommen, nach Armee befreit. In Armee befreit. Und ich war alle Kriege, habe ich mitgemacht. Alle gekämpft in alle Kriegen. Da war ich in der 48, war ich Soldat. Nachher, Jahre 1956, mit dem Krieg war ich gekämpft. 67. Und 73, das Yom Kippur War, das war sehr schrecklich. Da wäre ich verwundet auch. Denn wir kommen beim Suezkanal, dort war ich verwundet. Und er sagte, okay, ich war noch ein halbes Jahr, war noch in der Armee mobilisiert. So, und was soll ich sagen? Also, ich würde sagen, dass viele Jahre, nicht nur ich, viel überlebt, ich habe nicht erzählt. Meine Geschichte, auch meine Familie hat nicht gehört. Was ich erzähle euch, meine Familie hat es nicht gesehen. Die haben nur gewusst, dass, okay, meine Familie war ermordet und ich war in Lager und so, aber nicht die ganze, ich habe nicht gesprochen. Nach vielen Jahren, dann wird genommen, die Familie mitgenommen, auch in meinen Staat, meine Frau und zwei Kinder. Und mitgenommen und gegangen in alle Lager, Auschwitz, Buchenwald. Und die Kinder sagen, etwas hat passiert. Wenn ich war dort in Auschwitz bei Krematorium, dort war geschrieben, hier beim Krematorium 4, hier sind rein die, hier werden ermordet, wurden ermordete ungarische Judentum. So, ich sitze dort und ich sehe das. Die Kinder sagen, dann hat etwas passiert mit mir. Und ich habe angefangen zu reden.
So, ich sage, also ich will euch erzählen, ich habe noch einen Herzfehler auch. Und mein Kardiologe hat sehr nicht gern, was ich mache, dass ich rede, kommt ja zweimal hin, heute auch, zweiter Abend. Abend habe ich eine Rede mit den Erwachsenen, ja. Und hier in Landau bei der Armee, ich bin gefahren mit der Armee auch 5 Tage nach Polen, war ich in alle, und die haben dort gemacht, von mir überrascht, ein Bar Mitzwa neben Krematorium. Man kann das sehen in YouTube, kann man sehen. Der Viktor Neumann kann das auf YouTube und die Bar Mitzwa, auch wie die salutieren für mich, alle Offiziere. Und ich gehe in Gehe, warum? Weil ich habe ein Ziel. Ich niemals sage ich, wenn man ruft mir, dass ich gehe nicht. Ich gehe einmal am Tag, zweimal jeden Tag. Fahren nach Deutschland, Zoom, fahren hier bei Kindern, bei Schule, wo überall hergehen, weil ich habe ein Ziel, eine Sache. Ich sage, wenn nicht, das soll sein, niemals mehr, no more, wie sagt man das jetzt, niemals more, Deutsch, wie sagt man das? Niemals ist jetzt. Niemals jetzt sage ich das, aber das muss ich glaube, dass ich erzähle, als alle Leute was hören, weitergeben und nicht vergessen, gedenken, gedenken, gedenken. Weil ein Volk, was kann ich zu der Vergangenheit gedenken und sehen, was es ist, der wird nicht kennen, die Zukunft auch. Und wir sehen das de facto, wir haben das gesehen hier in Israel. Alle die ganze Historie von Judentum. Wie man war nicht gut aufgepasst, hat man immer gewollt vernichten das Judentum. Also man sagt noch einmal, man erzählt von Napoleon, das ist eine richtige Geschichte. Er geht Reise und geht in Land. Er kommt, das war das, was es im Judentum gab, ist ein Tag, die Schabbat, das ist 2000 Jahre zurück, hat man unser auch waren besiegt unser Volk. Zwar, und sagt er kommt bei der Synagoge jüdisches und hört Menschen weinen. Sagt er, was ist dort? Man erzählt, die Juden, man weint, vor 2000 Jahren zurück hat man dort besiegt und der Vater, die weinen und schreien. Sagt er, Napoleon, sagt er, ein Volk, was kann weinen? War traurig. Was hat passiert 2 Jahre zurück? So ein das Volk wird können sorgen, die Zukunft auch. Also meine Aufgabe, meine Pflicht. Ich finde, das gibt mir die Kraft. Weil ich sage Ihnen, der Kardiolog war nicht zufrieden. Die Familie sagt, da, ruhig. Warum? Weil die sagen, ich will noch erklären, noch etwas. Wenn ich spreche jetzt, dass sie nicht ein Gesicht, eine Geschichte, weißt du, das hat mir passiert, so und so. Jedes Wort, was ich sage, meine Liebe, das sehe. Wenn ich sage, die Rauch, die Familie dort, ich sehe das. Wenn ich rede von Schlagen, das sehe ich. Was für Tote bei mir, alles sehe ich. Also, die haben Angst, aber ich sage nein. Mein Glauben ist, dass ich mache etwas in mein Leben. Und ich glaube, dafür lebe ich. Das Weitergeben. Aber ich habe ein Bitte. Ich habe ein Bitte, die Menschen, was haben gehört, was hat passiert, weitergeben. Und wenn ich spreche mit der deutschen Jugend und Erwachsenen, sage ich immer, weil das kommt immer bei Fragen, wahrscheinlich jetzt haben noch Fragen, fragen Sie, was Sie meinen, Beziehung zu heute zu Deutschland. Also ich erkläre eine Sache. Ich sage, die Generation, die bevor, die haben nicht, die sind nicht gar keine Schuld, aber die haben Antwort. Die Pflicht, das soll nie mehr passieren. Die Pflicht ist, sie besorgen. Die sind verantwortlich. Das soll nie mehr passieren. Und deshalb sage ich nicht, was ich sage, gedenken. Und weitergeben. Ich sage Ihnen, ich gehe das.
Und ich noch etwas, ich würde sagen, meine Rache von Hitler. Ich habe, Baruch Hashem, zwei Kinder, sieben Enkel und 41 Urenkel. Und morgen ist die Hochzeit von einem zweiten Urenkel. Ein Urenkel schon geheiratet. Das ist meine Rache von der allen Narzissen und was hat passiert mir vorne. Und nochmal und nochmal und noch einmal. Bitte weitergeben, nicht vergessen und gedenken, der die Pflichte, Verantwortlichkeit, dass nie mehr sein passieren, das dasselbe. Und heute sprechen wir ganz von 7. Oktober. Viele Leute sagen, dass wir sind im Holocaust. Ich sage, nein, das ist nicht richtig. Wir sind nicht im Holocaust. Weil ein Tag kommen die Nichtmenschen, die Hamas, die machen Sachen von Holocaust. Ein Tag. Warum? Weil das war unser, wir haben ein Militär, Armee, wir haben einen Staat, wir können sich beschützen. Das war ein Fehler, ein Unglück, dass die Kraft, was sollte dort sein, nicht gewähnt. Das war ein Tag, kommen die Ehe, die machen Sachen von Holocaust, was die Nazis haben gemacht, so ein Tag. Aber sie sehen, ein Tag, wenn die Menschen, was sollten sein dort, ist entkommen, also das war eingestellt. Okay, ich sage, dass ich viele Leute, wir haben noch Leute bei dem Gefängnis dort. Das sage ich, alle Leute, ich kenne, sprechen und schauen in die Augen von jedem einen. Warum? Viele Leute haben Tote in der Familie, das habe ich mitgemacht. Wer waren noch, viele Leute noch im Gefängnis, mitgemacht. Wenn ich war im Gefängnis, waren auch Familie, das weiß ich. Viele Leute haben Kinder und Männer in Front und in Lebensgefahr. Da weiß ich, war ich in den Kriegen, alle Krieg. Aber noch schrecklicher war, wenn mein Sohn war in Front und warten jede Stunde von Radio, was, das kenne ich auch. Dafür bin ich sicher, kann ich sprechen zu alle Leute und sagen, nicht seine Depression, glauben, das wird sein gut und es wird sein gut. Und nicht sein traurig die ganze Zeit. Warum? Weil guckt, schaut an mich. Von wo bin ich gekommen? Von Gehenom, wer ist das? Ich komme dort von Lager, von die alles schlimme Sachen und glaubt zu Gott, ich lebe, ich wollte leben, ich habe eine Familie und sei sicher, Gott hilft, alles ist in Ordnung. Und nochmal und noch einmal, bitte, nicht vergessen, niemals mehr und Dankeschön. Wiebke Neumann, herzlichen Dank für deine Geschichte. Ja, wie mache ich das jetzt als sehende Publikum? Warte, ich schalte das um. Moment. So. Ja, so sehe ich nur Genau. bald. Ja. Jetzt siehst du wieder die anderen, genau. Ich glaube, also das ist ja immer bei den Zeitzeugengesprächen so, dass erstmal kurz das verarbeitet werden muss. Was gehört wurde und die Schüler und Schülerinnen Zeit brauchen, um ein bisschen Fragen vielleicht zu formulieren. Okay. Ich möchte euch aber tatsächlich aufrufen, liebe Schülerinnen, dass ihr wirklich die Fragen stellt, die ihr habt. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht, das kann ganz, vielleicht, ich nehme mein, ich habe Instagram auch, aber nehme mein Phone Number und wenn Sie wollen, können Sie mir rufen und wenn Sie haben noch Fragen, nicht nur heute. Das ist ein super Angebot. Ah, kann man meine Nummer, Sie haben meine Nummer, Telefonnummer. Bitte schreiben Sie dort, wenn es, vielleicht auch Abend, wenn
Wenn gibt's Leute, was wollen noch fragen? Ganz ruhig. In 24 Stunden kann sie mich rufen. Am Tag. Man merkt richtig, dass es eine Herzensangelegenheit ist, in die Welt das zu tragen, dass die Geschichte und dieses Never Again. Never again. Ich wollte sehen, dem Publikum. Wie mache ich das? Ansicht, Galerie, oben, View. Es ist in der Oben. rechten Ecke oben. View, ein View. Ja, und dann Galerie, Gallery. View Gallery. Ach so. Ja, hallo, hallo. So, ich habe eine Frage, wenn ich die stellen darf, schon mal, bis die Schülerinnen vielleicht was haben. Und zwar ist meine Frage, wenn du dein Tattoo anschaust, was denkst du dann? Was ich, Was du fühlst? wenn ich für was? Wenn du dein Tattoo anschaust, deine Die Nummer? Nummer. Ja, das ist schon ganz, weißt du, jeden Tag. Ich bin sehr religiös. Ich weiß, und ich lese jeden Tag beim Beten, beim Pray, lege so, vielen heißt das. Ich sehe das jeden Tag. Das ist schon, ich sage so, ich darf nicht das mir erinnern, meine Geschichte. Ich sage immer, dass ich bin heraus von Auschwitz, aber Auschwitz ist nicht heraus von mir. So, wissen Sie, die Frage, man fragt mich auch, wieso jetzt, im Oktober 7, wieso habe ich das gesehen? Viele Leute haben Angst gehabt und die haben richtig gesagt, wow, nochmal der Holocaust. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich bin ganz ruhig, dass wir können sich beschützen. Aber wenn ich sehe das nochmal, das ist gewöhnlich. Aber ich darf nicht die Nummer mir erinnern, was meine Vergangenheit. Herzlichen Dank. Hat irgendjemand von der Schülerschaft auch noch Fragen, Anmerkungen? Der Friedhelm Krämer möchte sich zu Wort melden, sehe ich. Sie müssen sich lautschalten. Ja. Ja, hört man mich? Können Sie mich hören? Hallo. Ja. Ja, genau. Also was mich interessieren würde, ist, ob Sie haben ja gerade auch von Ihrem Vertrauen, von Ihrem Gottvertrauen gesprochen, der das eine große Rolle gespielt hat. Ihr Glaube an Gott. Haben Sie auch in Auschwitz nie an Gott gezweifelt? Nein. Also, im Gegenteil. Der Glauben ist, das gibt mir die Energie zu kämpfen, leben bleiben. Weil, wissen Sie, wahre Jugend haben nicht kein Glaubnis. Ich war erziehen, meine Erziehung war in einem so religiösen und glaubnisches Haus. So, die Glaubnis gibt mehr Energie zu kämpfen, leben bleiben. Es waren Jugend, was haben nicht kein Glaubnis. Die waren, weißt du, ich habe es schon gesagt, der elektrische Draht, die Drahten, das war so starke Elektrik, so die können begehen Selbstmord. Viele Leute haben Selbstmord. Warum? Weil die sagen, zu was will ich leben? Zu Hunger, zu schlagen, zu leise, zu kränk. Die wissen keine Familie. Aber uns, was sie haben, die glauben nicht. Die gesagt, Gott wird helfen. Es gibt in Hebräisch, Gott hilft, kommt in eine Sekunde. So haben wir geglaubt. Und gezweifelt, nein, ich weiß,
Also ich glaube, dass ich kann nicht verstehen, warum Gott hat uns das gemacht. Wir sagen, Gott ist ein Vater, ja. Also ein Vater bestraft doch niemals das Kind. Aber warum so schreckliche Strafe? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich verstehe nicht. Aber ich habe, nein, die Antwort auf die Frage ist, ich persönlich kein Zweifel gehabt, niemals. Und starke Glaubnis und bis heute. Danke dir. Haben wir noch eine Frage? Natascha, Oleg? Ah, Tobias Dorweiler im Chat, Avidgur, aus Eiserfeld. Wie haben Sie die Ereignisse verarbeitet, auch in Bezug auf die Migration in ein unruhiges Land, so kurz nach Ihrem Erlebnis in Auschwitz? Nichts verstanden. Du hast das im Chat, Avidgur? Ja, einmal Ja, nun. die Frage ist, wie du das Erlebte verarbeitet hast. Eine, who can see your message? Ich sehe nicht. Musst auf mehr unten gehen, auf more. Und dann Chat. Eine Frage aus Eiserfeld. Ja, genau. Die Ereignisse verarbeitet auch mit Bezug auf die Migration. Ja, was ist die Bedeutung der Eis? Haben Sie die? Eiserfeld ist ein Ort. Aha. Nein, nein, die Ereignisse verarbeitet, auch in Bezug auf Migration. Ich habe verstanden. Die Frage ist, wieso ich bin gekommen, so von einem anderen Platz, wieso habe ich rein in die, mit die alle Leute zusammen? Das ist die Frage. Ja. Wenn ich habe verstanden die Frage, sage, das war, auch wenn nicht das ist die Frage, okay, würde ich sagen, das war immer halt, das wäre sehr Schwierigkeiten. Ich bin gekommen, weißt du, hier die andere Mentalität und dann auch die Sprache ist so, ich war noch ganz neues Land und überall. Jede Gesellschaft, wo ich komme, war ich nicht so wie alle. Das war sehr schwer einpassen wenn ich komme zum Lernen, wenn ich komme in Armee, wo ich komme auch in Bus-Company zur Arbeit. Überall war ich so ein neuer Emigrant, weißt du, ein neuer Emigrant mit allen Schwierigkeiten, aber überall war ich ausgezeichnet. Ich glaube trotzdem, dass ich bin so fremd, das glaube ich, das gibt die Kraft zu machen, sein auszeichnen sich. Ich glaube, das war die Frage. Wenn nicht, aber tut mir leid. Schick es dir gerade in Hebräisch, Moment. Ja. Dann kannst du das lesen. So. Ja, da. Ah. Ich batte Terim Gamer Sakiralaritz. Okay, also ich glaube, dass ich habe verstanden. Ich habe gar meine Antwort ist das auf die Frage jetzt. Ja, ich habe erklärt, das wäre ganz schwer nach Auschwitz und ein neuer Emigrant. Aber also wie ich habe erklärt, und das ist mein Bitte, das was ich habe gesagt. Ich bitte jeden nicht bleiben in der Presse wegen Schwierigkeiten. Sei, weil ich erzähle, ich komme von der Hell, komme ich. Ja? Und sehen, ich gehe und tanze und singe und lebe. Und es ist Zeit,
Es ist Zeit für Traurigkeit, es ist Zeit zu freuen sich. Bitte noch eine Frage Ja, stellen. wir haben noch zwei Fragen. Erst einmal, der Tobias Dorweiler möchte noch mal eine Frage stellen. Bitte. Dürft euch laut schalten, ihr dürft direkt stellen. Ja. Geht das bei euch? Kriegt ihr das? Nein, die sehen noch nichts. Vorläufig noch nichts. Noch nicht im Chat, nichts. Er darf direkt stellen, die Frage. Ja. Technische Probleme, so wie das aussieht, geht nicht an. Nein, man sieht nicht. Man sieht nichts. Probieren Sie sagen, vielleicht will ich es verstehen. Einschalten müsst ihr noch? Noch nicht. Ah, Wunderbar. jetzt. Wunderbar. Gut. Ja, komm nach Komm nach vorne. vorne, dann hört man dich besser. Wir haben ein neues technisches Spielzeug, mit dem müssen wir noch warm werden. Hallo, erstmal. Soll ich denn? Wahnsinn. Kannst du Vorläufig. einen? Hören Sie mich? Nichts vorläufig. Verstehen Sie mich? Nein. Ich hätte eine Frage, und zwar die Ungewissheit bezüglich Ihrer Familie. Inwiefern beeinflusst das den Alltag, auch damals schon oder auch heute noch? Was macht das mit einem, nicht zu wissen, was mit der Familie ist, getrennt zu sein? Genau. Das geht nicht, das ist zu schnell. Ich übersetze es und schicke es, ja? No, vielleicht kann ich schreiben, trotzdem. Sie übersetzt es gerade Vielleicht schicken. in WhatsApp. Da. Warte, ich schicke es dir. Moment. Ah, okay, jetzt habe ich es hier. Also das geht zusammen mit dem, was ich habe gesagt. Wissen Sie, die Not macht, gibt Verständnis und Kraft. Die Unsicherheit, das ist die Frage, das muss ich besiegen. So, ich mache das immer, das ganze Leben, das machst du besiegen, die Schwierigkeit und die Unsicherheit und wissen Sie, der Proof ist so die Solution. Was ist am Ende? Am Ende habe ich besiegt alle Schwierigkeiten. Also ich sage, das erkläre ich jedem Leute. Nicht werden so nachlassen. Besiegen, besiegen die Unsicherheit und die Schwierigkeit und in Und wir glauben, dass immer wird sein besser und besser. Und ich sage, es wird sein besser. Hoffnung. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, danke für die Frage. Natascha Olejak möchte auch noch eine Frage stellen. Ja. Können Sie mich Ich hören? bin nicht begrenzt, ich habe Zeit. Ja, ich würde gern wissen, ob Sie jetzt nach dem Krieg noch mal in Auschwitz waren und wenn ja, was Sie gedacht haben. Ja, ich habe erzählt, dass ich war erst einmal mit der ganzen Familie und noch ein paar Mal mit Gruppen, was habe gebeten auch. Ich habe erzählt, ich war mit der Armee auch und viele Gruppen, ich war vielmal. Und der Feeling, wenn ich komme dort nach Auschwitz, das ist Auschwitz und die andere Lager, das ist zu zwei Sachen. Ein erstes Mal, das ist sehr schrecklich, an diesem Platz, dass er erinnert sich und sagt, der alle Sachen kommt, was hat passiert dort. Aber andererseits, other hand, wie man sagt Englisch, da bin ich viele Sachen, ah, hier bin ich ein freier Mensch, ich gehe, ich spreche und ich tue, was ich will. Keiner mich schlägt nicht. Ich kann reden, wenn ich will. Also, wisst ihr, auch in Auschwitz, auch in Mauthausen, habe ich dort einen Rekord im Museum, in Archion, auch die Rede, was ich habe jetzt erzählt, bin ich dort auch in Archion, in Archiv von
auch für Mauthausen und auch von Auschwitz. Ich sage also, was ich sage, ich wiederhole nochmal. Das sind zwei, zu teilen sind zwei Fälle. Einmal, das ist, weißt du, die Schrecklichkeit, ich komme an den Platz, ich sehe alles kommt zurück, ich gehe fulltime, kommt zurück. Und andererseits, weiß ich ja, das Gefühl, das heißt, wenn ich ein, ich beherrsche, ich will ein Versich, ich kann machen, was ich will. Keiner schlagt nicht, keiner bildet nicht, keiner schießt nicht. Das ist der Feeling, wenn ich komme da zurück. Dankeschön. Vielen Dank. Wir hätten noch eine Frage. Bitte, bitte. Hallo. Also, ich hätte die Frage, und zwar, ob Sie mit irgendwelchen Leuten Auschwitz kennengelernt haben, danach noch Kontakt hatten. Ich schicke dir die Frage wieder zu. Okay. Bin nur nicht ganz so schnell mit dem Tippen. So. Okay, Rebatte. Ganz wenig. Leider nicht viele Leute leben. Ich hab gehabt Beziehungen, aber jetzt schon, wie ich sage, leider viele Leute leben schon nicht. Die, wo es leben, wenige Leute noch, habe ich noch Beziehung. Weil... Haben Sie bekommen die Antwort? Es gibt, also kann ich ja noch ergänzen, es gibt ja in Auschwitz dieses jährliche Treffen von den Überlebenden. Ja, wie Sind's, gesagt, das. genau, da ist Avigdor Neumann ja auch ein Teil davon und natürlich hat man dann die Beziehungen. Aber wie er schon gesagt hat, natürlich aufgrund des Alters gibt es auch nicht mehr viele Überlebende. Ja. Genau. Ist der Deutsche die Antwort ganz klar? Barbara, Ja. wenn Sie sagen, das Deutsche, das ist ganz klar die Antwort. Ja. Leider. Gibt es noch Fragen, ihr Lieben? Also, ich höre noch mal. Ganz ruhig, da war mein Phone-Number und die können heute, morgen, andere Woche, wenn die haben, fragen ganz gern. Ich würde antworten ganz gern. Ich glaube, wir haben noch zwei Ich Fragen. glaub, wir haben noch zwei Fragen. Hallo. Bitte. Ich würde noch eine Frage stellen. Und zwar, war Ihnen das Ausmaß dieser Katastrophe eigentlich schon bewusst, während Sie in Auschwitz waren? Und wie viel da eigentlich passiert ist? Oder war das mehr so ein Überlebensmodus, in dem Sie sich da befunden haben? Ja, vielleicht schreiben Sie das. Ja, vielleicht schreiben Sie das. Geht es? Geht es? Ah, die Frage ist, ich habe die sich, na, wenn ich war dort, ich habe erklärt. Jetzt ist keine Frage, jetzt ist sicher. Später nach der Befreiung habe ich schon sofort verstanden, das große. Weißt du, was hat passiert, die ganze die Katastrophe und der Unglück. Aber wie die Richtigkeit, wenn wir waren dort, wir haben kein Neues, kein Radio, wir wussten nicht, was für die Lage zu Deutschland besiegt, aber verloren der Krieg. Wir wissen nicht, wir haben nur gewusst, die eigene Katastrophe. Wir haben gewusst, wo wir sind, unser Platz. Und unsere Familie, wir haben gewusst, dass sie schon nicht leben. Aber die ganze, weiß das, die Frage der Kiew, das alles haben wir nach dem Krieg, nach der Befreiung, haben das angefangen noch zu verstehen. Und überarbeiten, das ist ganz, ganz schwer auch zu glauben, was das ist. Aber dort, wenn wir waren, in Lager als Häftlinge haben wir nicht gewiss die ganze das Großkat, das Großkat von Unglück. Ist das die Antwort zu der Frage?
Barbara? Ja, ich glaube schon, oder? Das war die Antwort auf deine Also, Frage. aber die Antwort ist gut für die Frage, das Frage. Wir hatten noch eine Frage von Michael Höxter. Bitte. Ja, nein, vielleicht. Also Oder wir doch. hätten eine Frage. Ah ja, Also, dann dürft ihr noch mal. meine Frage ist, was ist Ihre persönliche Meinung zur aktuellen Situation in Israel und wer trägt da Ihrer Meinung nach die Hauptschuld? Schreiben Sie bitte. Ja. Moment. Moment, da muss ich hier das nochmal ändern und dann sind wir gleich soweit. So, bitteschön. Also, das ist ganz klar, was meine Meinung ist, aber die Rede ist nicht auf dem, die Rede ist auf dem vergangenen Holocaust. Und wer ist schuldig? Das ist ganz klar, wer ist schuldig. Die wissen, was am 7. Oktober, was hat passiert, wissen sie. Und das ist ganz klar, das ist nicht keine Frage. Nicht bei uns, das sollte nicht sein, eine Frage überhaupt. Als der Hamas jetzt und bevor die ganze Historie, noch vor 1948, wenn sieben Länder überfallen uns, dann waren es 600.000 Leute mit sieben Armeen von sieben Ländern, so dass es ganz klar, wer ist schuldig. Wir sind immer bei Schützen. Nicht, wir fangen nicht an. Auf was Herr Neumann heraus will, ist der Unabhängigkeitskrieg direkt nach der Gründung von Israel. Nach dem Ausrufen der Gründung wurde direkt am nächsten Tag einmarschiert oder in der Nacht noch einmarschiert von sieben Ländern auf allen Seiten, um das frisch gegründete Israel ja, den Aussagen dem Erdboden gleichzumachen. Das ist die Referenz, auf die er gerade. Das selber, der was haben gemacht. Im 7. Oktober auch da klares erklärtes Ziel, Vernichtung Israels. Ja. Ja. Noch Fragen? Okay. Ich würde sagen, ich danke euch ganz herzlich. Ich würde noch mal die Telefonnummer tatsächlich den Lehrenden zur Verfügung stellen, falls da noch Fragen sind, die wichtig sind, zu geklärt zu werden. Abendhause. Genau, heute Abend sind wir auch noch mal ja Ja, zusammen. die Phone-Number gegeben, das ist ganz, ganz gerne öffentlich erhalten. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Avigdor. Es ist immer wieder, finde ich, für mich ist es immer wieder so berührend und wichtig, einfach die Zeitzeugnisse zu hören. Ganz, ganz lieben Dank, dass du den Schülern aus Siegen-Wittgenstein und der Umgebung auch noch Rede und Antwort gestanden bist und die Fragen beantwortet hast. Sind Sie abends sind Sie dabei? Ich bin heute Abend dabei. Sehen uns heute Abend nochmal. Ich schicke dir gleich den Link. Okay. Alles klar. Ja, ich sehe gerade, der Samu hat gerade noch den Flyer eingeblendet. Wir haben natürlich für die Schulen in Siegen-Wittgenstein auch ein Angebot, der nennt sich Nachgedacht, sensibel für Antisemitismus, wo wir ein paar Methoden einfach anwenden, wo die Schülerinnen selbst in 90 Minuten verschiedene Module gibt es zum Buchen, erarbeiten können, mit unserer Unterstützung zusammen und Materialien, um sich ein eigenes Bild über den Konflikt zu machen, sage ich einfach mal, weil einfach wir festgestellt haben in den Medien, es ist einfach nicht klar für jeden, die Situation einzuordnen, was man aus den Medien hört.
Genau, und deshalb bieten wir das an. Es ist für Schulen kostenlos. Wir kommen an die Schulen. Es werden immer 90-minütige Workshops angeboten mit verschiedenen Schwerpunkten. Da könnt ihr gerne auf mich zurückkommen, falls ihr da Interesse habt. Meine Kontaktdaten sind ja auch vorhanden. So, und dann sage ich herzlichen Dank an alle Schulen und Schülerinnen. Und Abitur, dich sehe ich heute Abend noch mal Ah. und sage dann Ledrot. Hallo, mit